Servus und willkommen zu Forts im Ranked. Auf Hängezeit heißt es heute Team 1 mit Seb gegen Team 2 mit Buster. Ich wünsche euch viel Spaß beim Game. So, und da wären wir auch links Team 1 mit Seb und wir sind Team 2 mit Buster. Auf beiden Seiten kommt die dritte Mine. Wir setzen direkt die Incursus Turbine und bauen hier diesen kleinen Stachel einfach ab und ziehen hier ja so 2x2 Boxen rein. Und auf der anderen Seite läuft hier bereits die Waffenkammer, bevor irgendwas an Turbine gesetzt wurde. Der Spot hier oben ist jedes Mal hervorragend geeignet, eigentlich für eine Shotgun oder für Rockets, weil man kann dann hier oben so schön klein beiziehen, hat dann hier kleine Tore und trotzdem in guten Winkel auf das Fort vom Gegner. Wir verbinden uns nach hinten und weil uns Fundamente nichts kosten, ist mir das auch vollkommen egal, wie viele Seile ich hier oben reinklatsch. Von daher nutze ich die Passive doch einfach für mich aus. Ich vermute, nachdem er dieses Ding gesehen hat mit den beiden Extraminen, war der erste Gedanke, Kacknoob auf der anderen Seite, wird ein ganz schnelles Game. Und ja, wenn ich den Aufbau gesehen hätte, ich wüsste jetzt nicht, ob ich anders gedacht hätte. Und bei ihm, die Waffenkammer ist durch, ist Upgrade Center auch schon zur Hälfte und hier kommt der erste EMP-Werfer. Der Gunner geht, der macht den Spot frei für den nächsten EMP-Werfer und er hat alles an Metall verkauft, außer die Tür, baut hier unten den Spot für die Windturbine und ja. Wir haben derweil 6 Minen, volle Economy, eine Windturbine und noch immer, wie ihr seht, kein Attack, dafür ganz viel Holz und jetzt beginnt erst unsere Waffenkammer zu laufen, während er jetzt erst die Verbindung nach hinten macht. Er muss eine Node setzen und das kostet ihn 50 Metall und 400 Energie, genauso wie die. Und bei uns, wir haben einfach nur die Materialkosten bezahlt, von daher tun wir die 3 Nodes hier und die Node da nicht weh. Der Gunner hier unten hat einen bescheidenen Winkel, deswegen hier kommt ein Gunner und hier einer mit einer flachen Schießscharte. Hier kommen noch Lagereinheiten, Batterie und Erzlager. Die fehlen unseren Kollegen hier übrigens auch komplett. Und hier kommt eine EMP. Ich habe den Spot genommen, aber ist in Ordnung. Und die Verbindung hier hinten hat noch nichts abgeworfen. Hier sind noch keine Minen, aber das Geld wurde ausgegeben. Also momentan ist das vollkommen wasted. Und die eine EMP tut uns nicht weh. Wir haben gleich 3 Gunner am Start. Die Waffenkammer ist durchgelaufen. Unser Upgrade Center ist im Aufbau. Und hier kommt unser Spot für unsere Waffen. Sein Sniper hat es mal angetestet, aber noch ist da nichts drin. Früher wäre ich so blöd gewesen und hätte hier einfach blind meine Waffen reingebaut. Aber erstmal hier schön Vordergrundholz, die Dinger abschirmen, bisschen stabilisieren und jetzt kann man gleich mal Sachen reinsetzen. Genau, und hier kommt unser erster EMP-Werfer, während hier die Rockets gleich durchgelaufen sind und hier kommt noch ein EMP-Werfer. Na, ich hätte einen Sniper vielleicht gebraucht, aber ich habe dafür 3 Gunner, alles gut. Und sehr abenteuerlich erweitern wir uns auch nach hinten, weil, wie gesagt, die Nodes kosten uns ja nichts. Also, warum nicht einfach da hinten Windturbine reinsetzen? Dann habe ich den Spot hier oben auch frei und kann mich hier einfach munter aufbauen. Weil das hier kostet mich wirklich nur die Materialkosten vom Seil. Sind das 2 Seile? Naja. Und ich habe hier einen Safe Spot für Windturbinen dann, also. Ja, hier kommt auch unser Sniper. Na, ja, der eine Gunner. Oh. Da hier oben kann einer rausholen, finde ich ganz cool. Hm? Der hat der Oma schon bezahlt gemacht. Und sein Sniper kommt einfach nicht dran. Währenddessen, unsere erste EMP ist fertig, wird auch zur Rocket direkt abgegradet. Und bei ihm ist die dritte Rocket hier schon im Aufbau. Und unser Sniper bekommt auch sein Upgrade zum AP-Sniper. Würde ihm vielleicht auch ganz gut tun. Weil dann könnte hier einfach durch diese 2 Lagen Holz durchschießen. Ich glaube 4 Lagen Holz
packt der AP-Sniper. Aber so wird das nichts. Hier kommen noch Smoke Launcher und noch mehr Windturbinen, weil das sind immer 1200 Energie, das ist schon teuer. Und wir haben hier hinten einfach 4 Stück, ja, einfach an die Felswand gebastelt. Und mit dem AP-Sniper haben wir seinen Sniper rausgeholt. Der Smoke Launcher da unten ist vollkommen frei. Und er smoked, ja, er smoked uns erstmal die Anti-Air ab. Ist ein bisschen bitter. Ich muss das jetzt Ganze so fressen. Konnte mit dem Sniper einen Rocket abschießen, aber kann jetzt hier zurückschießen und meine Gunner zerstören erfolgreich 3 von 4 von meinen Raketen. Ich ziehe meine aktive, weil die gilt auch für Raketen. Und das ist einfach so hässlich. Die Mörser sind schlimmer, weil sie wirklich durchschlagen, aber die Raketen, die knallen ordentlich rein, finde ich, mit der aktiven von Buster. Und jetzt hier für den tiefen Spot. Wir haben 2 von 3 Rocket Launchern rausgeholt. Und wisst ihr was? Das war's schon. Er gibt einfach auf. Also muss ehrlich sagen, ich glaube, ich habe jetzt mittlerweile raus, wie ich mit Raketen spiele. Und habe auch eine Alternative zu Mörsern, weil ich habe sie mit Raketen besiegt. Ich glaube, noch mehr Ironie geht gerade gar nicht mehr. Und ja, ich finde auch das Konstrukt hier hinten ganz cool übrigens. Und mit Buster geht's wunderbar. Und hier heißt es auch GG. Es war eine schnelle, harte Runde und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, über ein Like, Kommentar oder Abo würde ich mich freuen. Ansonsten genießt die schönen Tage, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!